Ja. Hallo Joe, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Deswegen bin ich da so ein bisschen, ja, mich aber rechtfertigen jetzt. Weshalb, wieso, warum, auch immer und so. Wir spielen heute No Man's Sky. Ich jump mal kurz ins Spiel, dann wisst ihr, wo wir gerade sind. Wir sind gerade immer noch in unserer Base. Es hat sich viel getan in No Man's Sky. Es hat sich sehr viel getan in No Man's Sky. Mittlerweile gab es wieder ein größeres Update. Nicht nur bei den Basen bauen, sondern es gibt was ganz, ganz Neues. Ich habe zwischendurch schon ein bisschen. Jetzt kommt der Sturm, wo ich gleich rausgehen will. Was ist Werbung? What the fuck ist Werbung? Auf YouTube Werbung. Was wollte ich sagen? Huch, da hat man es schon fast gesehen. Was wollte ich sagen? Genau, es gab ein großes Update. Das Spiel macht so viel Spaß. Und ich dachte mir, weißt du was? Komm, damit fängst du heute an. Ich bin noch überlegen, ob ich daraus auch sogar so Folgen mache, so Season-Folgen, weil ich habe den alten Stream, wo wir angefangen haben hier mit dem Basenbau, habe ich noch. Bin ich auch momentan gerade am Downloaden. Ich habe übrigens auch einen neuen Konverter geholt. Der hat mich 25 € gekostet, oder 26? Nee, 29, glaube ich. Der war im Angebot. Der kostet sogar, glaube ich, sonst immer 30 € irgendwie sowas oder 40. Der war im Angebot, habe ich mir gekauft, weil der ist viel übersichtlicher. Erstens wie der alte Konverter. Zweitens ruckelt der nicht mehr bei Videos Vorschau gucken, weil der alte, der war so im Ruckeln. Und drittens, der war illegal. Den habe ich mir illegal gedownloadet. Entschuldigung. Und mit dem kann ich viel mehr Sachen machen. Ich kann sogar Videos von Twitch downloaden, was mir sehr, sehr viel bringt. Was mir sehr, sehr viel bringt und wo ich viel mehr Möglichkeiten habe mit. Und für den Preis kann man eigentlich nicht meckern. Das einzige, was Problem, was ich jetzt momentan noch habe, ist das Video zu schneiden. Denn jedes Mal, wenn ich schneide, zum Beispiel bei, habe ich heute das Problem gehabt, bei 8 Minuten 30 schneide ich, aber der Anfang ist irgendwie anders geschnitten, ist irgendwie 10 Sekunden später. Ich weiß nicht, woran es liegt. Entweder ist es ein Bug oder so, ich weiß nicht. Ich muss die Leute mal anschreiben davon. Was ihr gerade seht, ich habe heute so ein bisschen das Overlay geändert. Die Kamera ist ein bisschen kleiner hier oben in meinem Fensterchen. Hallo. Ich streame wieder über die Twitch-App. Unten ist der Chat sogar zu sehen. Hier oben seht ihr den Spielenamen, No Man's Sky, dann auch der YouTube-Channel. Ich habe ein bisschen was geändert. Ich muss das noch alles so ein bisschen überarbeiten. Das ist noch nicht alles perfekt. Ich bin, glaube ich, auch ein bisschen sein. Mach mich mal ein bisschen leiser. Das ist alles noch, wie gesagt, alles noch provisorisch. Ich bin noch nicht so ganz so weit. Wie gesagt, ich komme da nicht zu. Aber, wie es immer so ist in der Let's Play Live-Show, Prost. Auf ein schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr hattet nicht so anstrengend wie ich gehabt die Woche und es war für euch sehr angenehm. Und ja. Bevor jetzt die großen Fragen kommen, wer war der Gast letztes Wochenende? Es war ein Gast. Es war ein Gast gewesen und der wird auch nochmal wiederkommen, der Gast. Wir werden auch nochmal Kona zusammenspielen im Live-Let's Play. Wahrscheinlich nächstes Wochenende. Dürft euch freuen. Wahrscheinlich nächsten Samstagabend werden wir Kona weiterspielen im Live-Let's Play. Die Folgen kommen auch auf YouTube. Muss ich noch schneiden. Ich hoffe, sollte es so sein, dass ich die Folgen vielleicht nicht retten kann, weil es sieht so aus, ob die vielleicht doch schon kaputt sind. Müssen wir es nochmal von vorne anfangen. Aber ist nicht so schlimm. Gottes Willen. Mein Gott. Fangen wir nochmal von vorne an. Mein Overlay bekomme ich auch nicht so hin, wie es mir so gefällt. Ja, ich weiß, das ist so. Ja. Das ist immer so. Aber ich finde es jetzt schon ganz okay, so wie es jetzt momentan ist, so für dieses Spiel hier. So, was wollte ich sagen? Bevor ich jetzt hier groß rumblabbel und rumerzähle, fangen wir an zu spielen. Wir sind bei No Man's Sky. Und wie ihr seht, es ist immer noch so wie vorher hier. Es ist nichts anderes. Wir haben hier immer noch unseren. Hallo? Ja, unseren Assistenten hier, der Botaniker. Wir haben immer noch unseren Techniker hier mit den Waffen. Wir haben unseren Baumeister mit den Plänen für die ganzen Strukturen. Wir haben unseren Wissenschaftler hier. Und wir haben einen neuen Captain für Fahrzeuge. Die große Neuerung in No Man's Sky. Ich habe ein bisschen vorgespielt, muss ich sagen, muss ich zugeben. Habe ich deswegen gemacht, weil es ein bisschen gedauert hat, bis ich das hatte, was ich wollte. Deswegen habe ich das schon mal vorgearbeitet. Hier draußen hat sich nicht großartig was verändert. Wir haben immer noch unsere Container hier, die wir farblich gemacht haben. Es hat sich nicht viel verändert, außer die Garage. Hat sich ein bisschen abgeändert, muss ich sagen. Habe ich ein bisschen gebaut, habe ich ein bisschen was gemacht. Hier ist ein Speicherpunkt, der immer noch ist. Und hier, man sieht es ein bisschen. Das ist. Wo kommt die Musik her?
Ja, man kann jetzt seit neuestem, ich kann das euch mal zeigen, und zwar, wenn ich auf den Farbmodus gehe, kann man jetzt nicht nur die Farbe wählen, sondern auch das Material. Zum Beispiel hier, ne, so schlicht halt, oder halt so vergammelt, oder so irgendwie so backsteinmäßig. Dann hier so irgendwie so verschmiert, oder halt wieder schlicht, oder halt so, wie ich es halte, so abgeranzt. Ne, das kann man jetzt auch mal, ist auch ganz neu. Und natürlich, was ganz neu ist, ganz sicherlich, das werde ich euch jetzt mal zeigen. Das ist das hier. Ja, es gibt Fahrzeuge jetzt in No Man's Sky. Man mag es gar nicht glauben, ja, es gibt Fahrzeuge. Nicht nur das, das ist das erste Fahrzeug. Ich habe mich schon so ein bisschen hingearbeitet, das zu bauen und so ein bisschen fertigzustellen. Ja, es sieht schon mordsmäßig geil aus, ich weiß. Es macht eine Menge Spaß mit dem Fahrzeug, man mag es gar nicht glauben. Es hat so viel mehr Spielwert, dieses Spiel. Es hat so viel mehr Wert, allein mit dem Basenbau und mit den Fahrzeugen. Ja, es gibt noch viel mehr Fahrzeuge. Es gibt, glaube ich, noch zwei weitere Fahrzeuge. Einmal so ein LKW, glaube ich, bin ich mir nicht so ganz sicher, meine ich, oder irgendwie sowas. Da bin ich jetzt momentan am Hinarbeiten. Ich kann da mal eben kurz einsteigen. So, und kann mal ein bisschen rumheizen. Voll geil, das macht so eine Laune damit. Ich kann auch damit schießen, wenn ich wüsste, welche Taste. Nitro habe ich auch schon. Habe ich mir gebaut. Huch. Und kann damit auch schießen, natürlich. Na? Es macht so viel Fun damit. Ich kann mal kurz zeigen, das haben wir nämlich hier auch im Inventar. Man kann es hier nochmal sehen. Ist ja auch wie so ein kleines, ferngesteuertes Auto, aber es ist total cool. Man muss sich erstmal so ein Signalboost, Booster muss man sich erstmal bauen und herstellen. Dann kommt als nächstes, muss man sich die Bordkanone herstellen und dann das Beschleunigungsteil. Signalboost ist quasi so der Scanner, der alles abscannt. Man kann halt Materialien abscannen oder halt Basen. Und klar, Waffe brauche ich nicht viel zu erzählen und Boost natürlich auch nicht. Und man hat dann hier noch Steckplätze. Die anderen Fahrzeuge, die es da noch wohl gibt. Man kann das Fahrzeug übrigens auch umbenennen, seit neuestem, und auch sein Schiff. Ich nenne das Fahrzeug jetzt mal Tuk-Tuk. Ich mag Tuk-Tuk seit Far Cry. Ich bin ein großer Far Cry-Fan, das wisst ihr. Deswegen nenne ich das Fahrzeug jetzt einfach mal Tuk-Tuk. So, und die anderen Fahrzeuge, die soll es wohl auch geben. Ich habe jetzt so weit gespielt, dass ich jetzt hier erstmal dass es auch in die Garage passt, weil mit der anderen Garage passt das nicht. Juhu, so. Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Okay, das war jetzt nicht perfekt geparkt. Ich parke mal vernünftig. So. Hallo? So. Da steht das Fahrzeug drin. Man kann immer wieder, man braucht eigentlich keine Garage bauen. Aber ich habe es mal getan, weil man kann das Fahrzeug immer wieder in diesem Teil hier sich spawnen lassen. Kann ich ja mal kurz demonstrieren. Man drückt hier einfach Viereck. Und schwupps, schwupps, kommt das Fahrzeug an. Wenn es mal irgendwo hängen bleibt oder sonst irgendwas. Trotz alledem möchte ich diese Basis noch ein bisschen erweitern und umbauen. Das sieht mir noch alles zu klobig aus. Was neu hinzugekommen ist, noch zusätzlich. Was? Ich muss mal eben kurz den Chat nochmal mir rüberholen, damit ich das mal kurz hier lesen kann. Klinkersteine passen irgendwie nicht dazu, dem Planeten. Nee, das stimmt, das gebe ich dir vollkommen recht. Und sieht aus wie von Rocket League. Ja, so ein klein wenig, da gebe ich dir recht, so ein klein wenig. Was neu hinzugekommen sind neue Strukturen. Es sind nicht nur jetzt hier so viereckige Bauteile, es sind auch so runde mit Glas, so Glaskuppeln, so eine Aussichtskuppel. Dann hier sowas. Also es sind jede Menge neue Sachen hinzugekommen. Das Problem ist, mir fehlen die Bauteile dafür und die Ressourcen. Hier Strukturen, zum Beispiel so eine Holotür. Kann ich bauen, wenn ich dafür die Ressourcen habe. Eine Holotür, die auch nach draußen führt automatisch. Es gibt auch endlich... Warte mal, wo war das jetzt? Jetzt muss ich mal selber gucken, wo das war. Gesundheitsstation kann man endlich bauen. Ja! Und eine Schildstation. Voll geil. Was es noch gibt, was ich endlich gefunden habe? Es gibt endlich eine Treppe! Wie habe ich das beim letzten Mal noch gesagt? Und habe gesagt, mein Gott, es wäre so schön, wenn man eine Treppe hätte. Und zack, ist sie da. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt hier funktioniert. Hier. Ich kann hier endlich eine Treppe bauen. Man mag es gar nicht glauben. Guck mal hier. Warte, ich baue sie mal eben. Warte. Ich kann sie sogar bauen. Man mag es gar nicht glauben. Dazu mache ich aber eben mal... Warte. Löschmodus. Löschen. 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 So. Und zwar eine Treppe. Warte.
Und dann muss ich hier oben das mal löschen. Das ist natürlich doof, weil jetzt genau hier... Oh, ich bin so hohl. Ich bin so schlau. Löschen. Muss die Decke da nochmal bauen. Weil da oben ist ja unsere biologische Einheit. Löschen. Hallo? Ich würde gerne da oben... nein. Das war vollkommen falsch, was ich jetzt gemacht habe. Ich bin mit dem Baumodus noch nicht so ganz... Wie, nicht genügend Ressourcen? Willst du mich verarschen? Achso, das ist ein Glaskubus gewesen. Entschuldigt. Ach genau, ich muss ja den Block bauen, damit ich jetzt die Treppe da baue. Ja genau. So, jetzt haben wir hier eine Treppe. Man kommt endlich hier rauf. Ja. In unserer Biologie-Terminal und alles und... Oh mein Gott, es ist so geil. Ich feiere das ein bisschen. Nicht genug Ressourcen. Achso, wir brauchen Eisen, ja. Man kann jetzt nämlich hier... Hier oben ist ja unsere Biologiestation, wisst ihr ja. Oh, nehme ich mal alles mal mit. Was wir haben, haben wir. Das fahren wir mal eben ab. Wo wir hier am Pflanzen sind. Aber endlich, es gibt eine Treppe. Oh mein Gott, wie geil das ist. Wie gesagt, und hier ist die Fahrzeugstation. Da können wir eben auch mal hin. Wir können mal eben sagen, dass wir jetzt den Bus gebaut haben. Mal gucken, was er so uns empfiehlt. Ich habe meinen Gefährten aus der Heimatwelt zurückgelassen, Reisender. Ich muss wissen, was geschehen ist. Ich muss die letzten Überbleibsel meiner Bindung loswerden. Benutze das Exo-Fahrzeugbeschleunigungsmodul, um die verschlüsselte Übertragung von ihrer Löschung zu erreichen. Dabei können wir auch Waken Minenlaser-Technologie aus dem Netzwerk extrahieren. Damit erledigen wir 2 Gigs mit einem Schlag. So, der Techniker will, dass ich mit einem Exo-Fahrzeug-Beschleunigungsmodul schnell genug zum Terminal komme, um das verschlüsselte Übertragung zu bekommen, zu empfangen. Er glaubt außerdem, einen Bauplan für ein Exo-Fahrzeug-Minenlaser aus dem Waken-Netzwerk holen zu können. Ah ja, warte mal. Okay, ich öffne das Netzwerk und werde dorthin eilen. Ei, ei. So, das heißt, unsere nächste Aufgabe ist klar. Wir haben eine neue Navigationsdaten empfangen. Das ist da hinten, 12 Minuten. Das heißt, wir können direkt das Fahrzeug mal direkt ausprobieren. Jetzt bleibt man noch länger auf einem Planeten, statt ins Zentrum zu reisen. Ich weiß aber schon, was im Zentrum uns erwartet und da habe ich keinen Bock drauf. Für die Leute, die es wissen wollen, oder beziehungsweise für die Leute, die es nicht wissen wollen, die halten sich jetzt die Ohren zu. Und für die Leute, die es wissen wollen, die hören es einfach mal zu, was da passiert. Weil ich habe mich nämlich mal informiert. Weil es dauert mir doch ein bisschen zu lange, weil ich weiß ganz genau, dass ich da nicht hinreisen werde. Alter, oh, warte mal, da ist Plutonium. Das nehme ich noch mit. So, bitte einmal für die Leute, die es nicht wissen wollen, die selber spielen wollen, bitte einmal die Ohren zuhalten. Und zwar genau jetzt. Also, im Zentrum. Achso, warte mal. Für die Leute, die sich die Ohren zuhalten, wenn ich so winke, dann könnt ihr wieder die Ohren aufmachen. Also, für die Leute, die ins Zentrum reisen möchten, ja, im Zentrum erwartet euch nichts. Gar nichts, weil ihr reist dorthin und dann kommt so eine Kamerafahrt, so wie am Start des Spiels. Ihr seht die ganz vielen Sterne, 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 Sterne. Und seid wieder am abgestürzten Raumschiff wie am Anfang. Und das war das dann. Ende. Jetzt könnt ihr die Ohren wieder aufmachen. So, jetzt habe ich es verraten. Und da habe ich keinen Bock drauf. Da bleibe ich lieber hier auf dem Planeten und erkunde ein bisschen. Weil ich werde mein ganzes Leben diesen Planeten nicht erkunden haben. Geronimo. Es macht so viel Spaß mit dem Fahrzeug. Es hat so viel mehr Spielwert. Man mag es gar nicht glauben. Und ich poche jetzt darauf, diesen LKW zu bekommen. Also dieses andere Fahrzeug, was es da gibt. Und ich will ein Weltraumkreuz haben. Das heißt, wir müssen ordentlich Ressourcen farmen und Sachen verkaufen. So. Juhu. Vor allem hineilen mit dem Boost, ey, der nur so ein bisschen Schub gibt. Achso, die Konsole deaktiviert in 3 Minuten. Das sehe ich jetzt erstmal. Das schaffe ich gar nicht. Das schaffe ich gar nicht. What the fuck, wie soll ich das schaffen? In 2 Minuten bin ich da. Wie soll ich das denn schaffen, bitte?
Das schaffe ich nie im Leben. Oh, hier waren Würfel. Wirbelwürfel. Und wieso ist das so kackenhell, ey, auf meinen... Oh, ich glaube, ich weiß warum. Ich sollte meinen Bildschirm gleich mal... Das mache ich aber gleich, nicht jetzt. Weil mich wundert, warum das so hell ist. Das liegt wahrscheinlich daran, weil mein Flatscreen so hell ist. Oh, Plutonium könnte ich gut gebrauchen für den Antrieb. Ansonsten muss ich nämlich gleich mal eine Tankstelle suchen. Boah, 2 Minuten. Ich halte einfach mal L1 gedrückt. Es ist nicht das... Wow, nein, 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 nein. Es ist nicht das schnellste Fahrzeug, muss ich zugeben. Aber man ist definitiv schneller unterwegs wie zu Fuß. So. Handy-Akku geht gleich leer. Bis später. Ja, bis später. Juhu. Geronimo. Sekunden und 1,22 haben wir noch, um die Konsole zu aktivieren. Oh Gott. Das wird ja lustig jetzt. Oh nein. Nein, Alter, was? Nein, 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 nein. Nein, what the fuck? Willst du mich verarschen? Das schaffe ich nie im Leben. Bleib ja auch noch hängen, Alter. What the fuck? Lauf, lauf, lauf doch. Alter Schwede. Eine neue Technologie entdeckt. Exo-Fahrzeug Minenlaser. Mit dem Minenlaser für den Handbetrieb. Zu unhandlich ist und deshalb nur an Exo-Fahrzeugen angebracht zu finden ist. Ah, eine Karitplatte und Amadium. Amadium ist leicht zu finden, weil das Fahrzeug das relativ schnell findet. Sehr geil, haben wir gefunden. So, jetzt muss ich mal eben meinen Bildschirm... Warte mal, Leute. Ich muss mal eben meine Brightness abändern. So. Es ist immer noch hell, aber gut, dann ist das so. So. Karitplatte, warte mal, das können wir herstellen, ne? Da brauchen wir für Eisen. Eisen finden wir überall. Das ist einfach. Nee, das nicht. Eisen findet man überall, habe ich gesagt. Hier. Und Plutonium, cool. Da ist Plutonium. Guck mal, können wir mitnehmen. Was wir haben, haben wir. Denn wir brauchen ja jede Menge Plutonium für unser Fahrzeug, damit wir das auch... damit wir vorankommen. Ist ja quasi der Treibstoff. Ich habe Putin erstmal angerufen, damit er mir ein bisschen Plutonium rüberschickt. Der war schlecht. So. Yeah. Ich glaube, das dürfte reichen. Ich schau mal eben. So, 2 brauchen wir davon, ne? Produkt hergestellt. Kann ich sogar stapeln, das ist super. So. Steigen wir mal eben ein. In unseren Tuk-Tuk. So, schauen wir mal, was brauchen wir denn noch für die Technologie? Was war das noch? Das war... Ach ja, Amadium. Amadium ist einfach, das heißt, wir müssen nur eben scannen. Die Tanker scannen. Wo ist der Vorratsdepot? Oder das Vorratsdepot? Hallo? Da müssen wir hin. Dauert nur, wie lange? Naja, 3 Minuten, das ist okay. Das macht so viel Spaß. Das ist unglaublich. So, Freunde. Ich liebe das Spiel immer noch. Auch wenn es am Anfang so einen schlechten Start hat, aber es macht so viel Spaß. Yeah! Oh, Alter. Wow, oh Gott. Wow. Achso, und übrigens, diese Fleischpeitschen greifen uns auch irgendwie im Fahrzeug an. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Ich kann es euch nicht sagen. Geronimo! Man kann auch hüpfen mit dem Auto. Oh Gott. Uah. Nein, hör auf mich zu hauen. Bist du verrückt?
Da war übrigens so eine Peitsche. Und ja, er hat Peitsche gesagt. Einfach so. Nein, ich will rauf! Okay, das Fahrzeug ist nicht dafür geeignet, um steile Berge hochzufahren, aber manchmal geht's sogar. Sowieso. Ich weiß, sieht ein bisschen unbeholfen aus manchmal. Aber trotzdem, man muss ja überlegen, ne? Der ist ja prozedural generierter Planet, so wie die anderen auch. Und da muss man schon irgendwie ein Fahrzeug entwickeln, was natürlich auch funktioniert. Und dass man nicht überall hängen bleibt, dass es trotzdem Spaß macht. Und ich finde, sie haben es echt gut gelöst. Juhu! Geronimo! Yippie, 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 yippie. Krabbalo, drami, drami. Uah. So, jetzt wird's Nacht. Es sieht schon manchmal sehr, sehr lustig aus, muss ich zugeben. Ist schon... Uah. Hui. Uah, hallo. Wem. Wem. Da unten ist das Depot. Ich glaube, wir finden das da unten, was wir brauchen. Armadium. Uah. Können wir direkt mal hier speichern. Bevor wir jetzt hier angreifen. Ich speichere mal eben schnell. Hier. Speichersystem haben sie auch überarbeitet, im Übrigen. So. Man sieht jetzt sogar, dass gespeichert wird. Bitte nicht ausschalten, das System. Aha, eine Eiweißperle, eine Energiekern. Sehr schön, nichts gefunden. Nichts gefunden ist immer gut. Suspensionsflüssigkeit. So, ein Gag-Amulett und hier Armadium. So, das müssen wir zerstören. Was kriegen wir hin? Ja, ja, Wächter kommen. Ist mir gerade sowas von egal. Ich will das haben, das Armadium. Weil je mehr wir haben, desto besser ist es. Das war's, ne? Genau. So, ciao. Je schneller wir weg sind, desto besser. Juhu. Und unsere Base finden. Die liegt in der Richtung, ne? Das ist unsere Base. Wie lange dauert das? 5 Minuten. Wir können aber währenddessen schon mal eben das bauen, was wir eigentlich wollten. Ich baue mal eben das hier hin. Nein, Technologie bauen. Sehr schön. Die Frage ist, wie wechseln wir jetzt auf den Minenstrahl? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Es gibt übrigens auch einen Fotomodus jetzt. Ich habe doch jetzt einen Minenlaser. Wie aktiviere ich den Minenlaser? Ach so. Ne, wie geil. Okay. Das ist ja cool. Jetzt kann man mit den Fahrzeugen kann man dann quasi abfarmen alles. Braucht man nicht mehr laufen. Ich bin eh so eine faule Socke. Also im Spiel. Ne, im Real Life nicht. Wow, es gibt ja wirklich Menschen, die wirklich für jede Kleinigkeit das Auto benutzen. Ne? Das ist fürchterlich. Die fahren sogar zum Briefkasten im Auto. Wenn sie könnten, würden sie noch zu ihrem eigenen Briefkasten im Auto fahren. Schatz, gehst du die Post holen? Ja, warte, ich geh eben zur Garage, hol das Auto. 2 Sekunden Auto rausfahren, Briefkasten. 2 Sekunden später wieder. Ich glaube, ich werde mir mal eben einen Weg hier rausbahnen. Ich hoffe, das geht. Verdammt, ich hoffe, wir haben noch genug Waffenladung. Ja, haben wir noch genug. Das Problem ist nur, dass der Tunnel leider zu schmal ist. Das heißt, man muss hier ein bisschen breiter den Tunnel machen, damit das geht. Sonst kommt das Fahrzeug nicht da durch. Ich glaube, es reicht, ne? Ja, es geht.
Ab ins Tuk-Tuk und wieder raus. Juhu. Juhu. Geronimo, das Problem ist, ich habe schon so häufig bin ich so in den Grand Canyon gefahren und kam da immer nicht mehr raus, aber dafür kann man ja die ganze Planetoberfläche abgrasen und planieren quasi. So, wir müssen, wo fahre ich überhaupt hin? Wir müssen in die Richtung. Der muss ja, der Typ muss doch bestimmt so da drin sitzen. So. Ach ja, Freunde. Heute werde ich nicht alt. Juhu. So, ich trinke nochmal einen Schluck. Ne? Don't drink and drive. Das Problem ist, man muss mit dem rechten Stick lenken. Hallo? Ne! Mein Benzin ist alle. Ist mir noch nie passiert. So, jetzt geht's weiter. Muss mal eben hier zu Pitstop fahren. Plutonium! Energiekerl. Energiekerl folgen. Nutzt man dazu, um das Fahrzeug aufzutanken. Energiekern folgen.